Wie schaffst du es eigentlich als Geschäftsführer, Mitarbeiter zu finden, die gut sind und auch zu halten? Also wie bekommt man letztendlich zufriedene Mitarbeiter? Da soll es in diesem Video gehen. Lass schon mal einen Daumen nach oben da. Lass schon mal ein Like da, damit du nichts mehr in Zukunft verpasst. Ne? Beziehungsweise ein Abo da natürlich auch. Und wir sehen uns gleich im Video. So, steigen wir direkt auch mal ein. Also, sind ja zwei Themen, die wir jetzt hier uns anschauen. Ne? Zum einen, wie schaffe ich es, für Mitarbeiter attraktiv zu sein? Zum anderen, wie schaffe ich es, Mitarbeiter zu halten, für die ich attraktiv war, die bei mir angefangen haben? Weil das Ganze bedingt sich einfach. Ne? Ist klar, das, was meine Mitarbeiter heute halten, zieht die von morgen an. Es ist ganz einfach, das, was sie heute abstößt, wird die von morgen auch abstoßen. Bedeutet, wenn ich es einmal schaffe, wirklich attraktiv zu sein, mir eine Strategie zurechtzulegen, dass ich attraktiv bin, dann kann ich auf der anderen Seite auch wieder gut Leute anziehen, weil ich das in der Werbung natürlich exzellent verwenden kann, sofern ich weiß, wie ich werben muss. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, dafür haben wir genug Videos bisher gemacht, dass du grundsätzlich weißt, wie das abläuft. Und wenn nicht, dann bucht einfach eine Beratung bei uns. Kein Thema ist kostenfrei und dann können wir das auch zeigen. So, wir schauen uns das mal an. Es gibt im Endeffekt so vier Säulen, die man sich anschauen sollte, wenn es darum geht, für Leute attraktiv zu sein und auch attraktiv zu bleiben. Das erste ist schon mal relativ klar. Ich mache jetzt mal hier so eine klassische griechische Säule. Naja, nicht ganz, aber ich denke, du weißt, was gemeint ist. Das erste, was wir uns anschauen müssen einfach, das ist ganz wichtig, ist das generelle Team. Ne? Also Team ist immer so ein richtig wichtiger Punkt, um zu gucken, wie ist die Firmenkultur. Ich kann die geilste Firma haben, die geilsten Benefits, das geilste Gehaltssystem haben. Wenn das Team kacke ist, wenn ich dann nur mit Leuten rumhänge, mit denen ich eigentlich keine Lust habe, rumzuhängen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Dann wirst du auch keine guten Leute anziehen, weil die es von außen noch relativ schnell merken und das ist einfach nicht attraktiv. Bedeutet, das Team muss gut miteinander klarkommen. Bedeutet nicht, dass sie alle jetzt Best Friends sein müssen, aber es bedeutet, dass die alle zumindest mal in einem Raum klarkommen müssen, ohne sich anzukämpfen, sage ich mal, wie nennt man das? Naja, auf jeden Fall weißt du, was ich meine. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass es auch im Team natürlich kleine Grüppchen geben muss, die auch extern Sachen machen. Also das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du feststellst, du hast im Team Leute, die sich auch nach der Arbeitszeit einfach mal freiwillig treffen, auch das selber organisieren, jetzt nicht von dir organisiert, sondern selber organisieren, ich war zum Fußballabend zu irgendeiner anderen Sache zu treffen. Und wenn du das hast, dann weißt du schon, okay, mein Team funktioniert schon mal ganz gut. Und wenn du, das ist immer ein ganz guter Test, wenn du auch sagen würdest, du würdest mit jedem deiner Mitarbeiter grundsätzlich mal gerne essen gehen oder jetzt nicht mega gerne vielleicht essen gehen, aber du würdest mit jedem essen gehen und würdest klarkommen damit, dann ist das super. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt das Gefühl, wenn du mit dem essen gehen würdest, das ginge gar nicht, du hast ja gar keinen Bock drauf, dann ist das schon mal ein Riesenproblem. Weil du bist die Person, die das Team zusammengebracht hat. Du bist die Person, die die Teamkultur sehr stark bestimmt hat. Wenn du das Unternehmen übernommen hast, dann ist es dein Vater von mir gewesen oder der vorherige Inhaber, wer auch immer das war. Oder deine Mutter, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es so, dass letzten Endes dieses Team trotzdem von deiner Mentalität und auch der Mentalität, die du mitbekommen hast, der Vergangenheit bestimmt wurde. Und wenn man es hier nicht geschafft hat, Leute zu vereinen, die einfach nicht miteinander klarkommen oder andersrum, die miteinander klarkommen, wenn man es nicht geschafft hat, dann ist es schwierig. Also da kann man dann noch wenig machen, außer wirklich Team einmal komplett auszutauschen. Aber das Teamgefühl muss einfach grundsätzlich da sein, dann habe ich schon mal viele Probleme weniger. So, der nächste Punkt ist auch relativ klar. Das Thema Wertschätzung, ich kürze es einfach mal ab. Wir können es ausschreiben. Wertschätzung. Was heißt das? Das sind verschiedene Punkte, die dahinter stehen. Das ist einmal natürlich das Gehalt, was irgendwo passen sollte. Ne? Also es sollte gehaltstechnisch in Ordnung sein, was du bezahlst. Für die Leute passen, das ist eine Sache, man einigt sich am Anfang auf ein Gehalt und dann guckt man, was so Möglichkeiten sein können. Und dann ist es erstmal okay für beide Seiten. Wenn das aber eingehalten wird, ist alles in Ordnung. Thema 2 ist klar, ist Lob, Anerkennung. Ne? Und Thema 3 sind die Dinge, wo du dir auch Gedanken machst, wo du merkst, okay, das sind jetzt so Themen, da merke ich ganz stark, das beschäftigt meine Leute. Und ich habe jetzt vielleicht nochmal zum Gehalt eine Kleinigkeit dazu, die ich denen mit dazu gebe, die einfach cool finden. Das ist das Thema Wertschätzung. Wird von vielen Betrieben schon gut gemacht. Da gibt es bei vielen auch jetzt nicht so die Riesenprobleme. Ne? Gibt es einige Ausnahmen, wo es halt nicht so gut läuft, aber die werden sowieso Probleme haben, Leute zu kommen. Die werden sich aber so ein Video übrigens nicht anschauen. Habe ich auch festgestellt, dass Leute, die an sich schon eine gute Kultur haben, sich so ein Video eher anschauen, als die, die es nicht haben. Logischerweise, weil sich die anderen nie damit beschäftigt haben, davor schon nicht. Man muss sich auch nicht damit beschäftigen werden und deswegen auch nie gute Leute haben werden und uns immer auf den Markt schieben. Das ist übrigens auch eine riesen Ausrede. Wenn jemand hörst, der sagt, jo, es gibt keine guten Leute auf dem Markt. Schwachsinn, die sind nur nicht bei dir, die wollen nicht bei dir arbeiten, sage ich den Leuten immer. Ne? Weil du einfach nicht attraktiv bist, weil die keine Lust auf dich haben, weil die keine Lust auf deine Prozesse haben, weil die keine Lust auf deinen Saftladen haben. Jetzt mal ganz hart gesagt. Ne? Heißt nicht, dass jeder, der gerade Mitarbeiterprobleme hat, ein schlechtes Unternehmen hat. Ne? Das heißt aber einfach nur, dass wenn ich per se sage, es gibt keine guten Leute da draußen, dann ist meine Einstellung schon einfach falsch und dann werde ich auch keine guten finden. So einfach ist es. Ganz simpel. Ne? So, Thema 3, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Säulen werden immer weniger säulig, merke ich schon. Mal ein bisschen Mühe geben hier. So. Säule 3 ist das Thema Kommunikation. Kommunikation. Was heißt Kommunikation im Unternehmen eigentlich? Das bedeutet, wie offen bin ich für Ideen, für Feedback meiner Mitarbeiter? Ist da eine absolute Diktatur, dass wenn jemand irgendeine Idee äußert, dass sofort niedergemacht wird? Oder hat er die Möglichkeit, diese Ideen zu äußern? Hat er vielleicht sogar die Möglichkeit, das anonym zu machen, wenn er möchte? Bedeutet, dass er nicht zu dir ins Büro reinkommen muss. Gut, viele sagen, wir haben eine offene Feedback-Kultur. Werdet feststellen, eine offene Feedback-Kultur hilft euch trotzdem nicht dabei, auch tiefere Themen angesprochen zu bekommen. Ne? Weil die Person denkt sich halt auch, ich könnte zum Chef gehen, der sagt immer, geht's mir, aber der ist immer so beschäftigt.
vielleicht wird es ja besser. Und dann schieben die Leute das ein paar Monate, dann gibt es vielleicht irgendwann ein Quartalsgespräch, dann kommt es auf, aber es hätte schon eher geklärt sein können. Das betrifft übrigens auch ganz oft das Thema interne Konflikte mit Kollegen. Ne? Auch das heißt ja nicht, dass alle Leute hier immer Best Friends sind. Auch hier gibt es mal Themen, wo man einfach zwei Leute aufeinander prallen, weil, wie gesagt, mittlerweile über 40 Leuten ist das normal. Ne? Das sind einfach Menschen. Und wo man einfach mal kurz reden muss, dann ist alles wieder cool. Aber wenn ich das Thema erst nach 3 Monaten erfahre, haben vielleicht schon 1 oder 2 gekündigt, die damit zu tun haben. Das ist dann wieder sehr teuer auf der anderen Seite. Bedeutet, du solltest eine Möglichkeit haben, wie deine Leute auch zeit- und ortsunabhängig kommunizieren können. Bedeutet, wie es einen Kommunikationsweg gibt, wie du es auch schaffen kannst, dass die miteinander halt klar miteinander klarkommen, aber vor allem auch dir ein Feedback geben, wenn es miteinander nicht funktioniert, ohne es vielleicht jetzt auch persönlich machen zu müssen, sondern wirklich auch eine anonyme Möglichkeit, wie das geht. Ne? Und der vierte Schritt, und das ist eigentlich das, was die meisten ja, denken zu nutzen, aber es fast keiner tatsächlich nutzt, sind so, ich sage jetzt mal das Thema Zusatzleistungen. Ich schaue jetzt einfach mal so Zusatzleistungen. Was bedeutet sowas? Es können verschiedene Themen sein. Das kann sowas wie Jobbike sein, das kann sowas wie Jobtickets sein. Hier muss man fairerweise dazu sagen, dass Zusatzleistungen eigentlich das Ziel haben, eine Art, ich habe es mal USP zu schaffen, also es zu schaffen, dass du wirklich ein Alleinstellungsmerkmal als Unternehmen hast, was in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig ist. Weil viele machen sich, also die Guten machen sich hierüber Gedanken über diese Themen, machen sich auch hierüber Gedanken. Und das Problem ist nur immer, dass dadurch, dass sich viele Gedanken machen, du keine wirkliche Unterscheidung mehr mitbringen kannst. Bedeutet, jeder macht einen Job, jeder macht ein Jobticket, jeder macht einen kleinen Gutschein, jeder macht von mir aus den Obstkorb, viele machen ein Frühstück. Ne? Das sind halt so, also nicht jeder Frühstück zum Beispiel, so ein Thema, was noch ein bisschen sich abhebt. Ne? Aber es gibt Möglichkeiten, auch heutzutage ohne viel Verwaltungsaufwand tatsächlich da Schritte zu machen, dass man den Leuten Sachen mitgibt, die sonst wirklich keiner schaffen kann, wirklich ein USP hat, wo die Leute sagen, okay, das unterscheidet uns jetzt. Und solche Dinge halt für sich mal wirklich auszuarbeiten, sich da mal Gedanken zu machen, das sollte halt die Aufgabe von einem Geschäftsführer einfach sein. Ne, wo er sich Gedanken macht und überlegt, wie kann ich hier eine Kultur schaffen, wie kann ich hier ein Paket vielleicht auch schaffen, was meine Leute so cool finden, dass sie einfach nicht woanders hingehen, weil diese anderen Unternehmen das Paket gar nicht mitbringen können. Was mir schon mal einen riesen Abwerbungsschutz einfach mitbringt. Ja, und die, wo die Leute wirklich unverhältnismäßig viel mehr bezahlen müssten, wenn es ein Geldthema ist überhaupt, dass die meine Leute abwerben können, weil die bringen dieses Paket einfach gar nicht mit. Ne? Genau, so viel dazu. Also das sind die Themen, mit denen du Mitarbeiter wirklich langfristig bindest und dabei hältst. Und übrigens eine Sache ist noch ganz wichtig, wenn du dich mit den Themen beschäftigt hast, gehe ich davon aus, es ist bei dir eh so. Das Unternehmen sollte innovativ bleiben und auf Wachstumskurs bleiben. Das heißt nicht, dass sich jedes Jahr verdoppeln muss, aber das heißt, dass generell ein Fortschritt sichtbar sein muss, weil sonst die Leute, gerade die guten Mitarbeiter, die armen Mitarbeiter, die wollen weiter, die haben Bock auf mehr, die wollen mehr Gas geben, die wollen Entwicklung sehen in ihrem Leben, aber natürlich auch in dem Beruf logischerweise, weil der Beruf ist ein großer Teil des Lebens. Und wenn du das nicht mitbringst, wenn du sagst, okay, wir machen das, was wir seit 20 Jahren machen, das machen wir die nächsten 20 Jahre, dann wirst du diese armen Mitarbeiter niemals anziehen, weil die einfach keinen Bock darauf haben. Weil die einfach sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Das zeichnet einen armen Mitarbeiter einfach aus. Punkt. Wenn du denkst, du hast armen Mitarbeiter und bist aber in der Situation und sagst, nee, wir entwickeln uns seit Jahren nicht weiter, dann hast du einfach keine armen Mitarbeiter, dann hast du noch keine kennengelernt. Das ist ganz, ganz simpel. Weil die würden irgendwann gehen, wenn die merken, es ändert sich nichts, es passiert nichts, es entwickelt sich nicht weiter. Das heißt nicht, dass das Unternehmen nächstes Jahr anders sein muss, aber das heißt, dass zumindest Verbesserungspotenzial da sein muss. Also auch das gehört dazu. Jetzt habe ich ein kleines Angebot für dich, wenn du sagst, okay, du findest sowas interessant, du möchtest gerne wissen, wie man sowas in der Praxis umsetzen kann, ohne dass es mega aufwendig ist, dann melde dich gerne bei uns, al-bade.de, einfach eintragen, einmal sagen, hey, du hast das Video gesehen und dann können wir dir dann mal eine Beratung zukommen lassen, wie man so ein Konzept für sich gestalten kann, um wirklich attraktive Leute dann auch zu finden, wie sowas aussehen kann, wie man sowas einbinden kann und wie man das auch wirklich mit wenig Zeitaufwand macht. Wenig Zeitaufwand meine ich wirklich, du hast unter einer Stunde im Monat dafür. Unter einer Stunde. Deutlich weniger. Eher eine Viertelstunde, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Und du bringst den Leuten aber so ein fettes Ding mit, wo du sagst, okay, das ist wirklich, das hebt mich ab. Ne? Von daher, ja, lass gerne auch nach oben da, trag dich gerne ein, wenn du es interessant findest. Ist eine kostenfreie Beratung, also hast du erstmal nichts zu verlieren. Und ja, lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.